So, da haben wir so, sprechen wir so direkt an. Der rollt so durch die Gegend. Captain Blaskowitz. Blaskowitz. Sind Sie bereit für einen Einsatz? Nein. Ich niemals. Freunde und Kameraden, es ist soweit. Projekt Flüsterton. Es war viele Jahre in Entwicklung. Ein Hubschrauber. Dem Regime ist es gelungen, ihn nahezu lautlos und unsichtbar für das Radar fliegen zu lassen. Anya hat Funksprüche aus London abgehört. Und in Erfahrung gebracht, dass die einzigen drei Prototypen in der Forschungseinrichtung London Nautica stehen. Mit Captain Blaskowitz im Team können wir einen Angriff wagen. Die Tage, in denen wir uns wie Ratten verkriechen mussten, sind vorbei. Mit diesen Maschinen können wir jederzeit und überall zuschlagen. Wir werden den Wiesenau-Kreis neu aufbauen. Uns bis an die Zähne bewaffnen. Wir werden uns erheben und... Totenkopf für immer vernichtet. Oh, ich krieg eine Gänsehaut, Sie ey. Glauben, der Krieg ist vorbei. Richtig geile Ansprache. Sind, geschlagen, nicht den Mut haben, gegen sie zu kämpfen. Und wie immer irren sie sich. Ich muss 14 Stunden fahren. Hab eine Nasennebenhöhlenentzündung. Der versorgt doch jetzt wieder alles, der Arsch. Und seit 8 Monaten nicht mehr ausgeschlafen. Also los, Leute. Denn nochmal mache ich das nicht. Vielen Dank für deinen Einsatz, Bobby. Schluss damit. Ich will's einfach nur hinter mich bringen. Der Typ will wohl keine Freunde. Memo! Was zum Geier? Komm schon! Die Papiere bitte. Danke, Sie können passieren. Fahren Sie. Vielen Dank. Mal ein nettes Tacho du da. Du Dreckschwein. Ganz ruhig. Der riesige Schandfleck von einem Gebäude da ist das London Nautica. Das war mal die Innenstadt von London. Hab hier in den Straßen gekämpft. Erbittert und unnachgiebig Widerstand geleistet. Dann kam das Regime mit dem Auge von London und alles ging den 1949 bis 19 irgendwas. Sie können jetzt einfach machen, was sie wollen. Oh, Scheiße, haben jetzt den ganzen lesen. Scheiß eingeebnet und dann diese Scheißmonster hingestellt. Okay. Eine der wichtigsten Forschungsstätten des Regimes. Luft- und Raumfahrt, echt üble Scheiße. Caroline und die anderen müssten inzwischen am Funkturm sein. Sehen Sie ihn? Nein. Anya sitzt am Funkgerät in Berlin. Hiermit können Sie sie erreichen. Okay, ein Headset, ja geil. Okay, cool. Ja, schicken Schlüssel. Hier steigen sieht, aber, sie sieht, aus. Sieht interessant aus. Ja, Bis dann, Blaskowitz. Vergeigen Sie es nicht, okay? Wow! Alter! Selbstmordattentäter! Die Figur, steh auf, Blas! Ah! Wow, wow, wow! Was zum... London Nautica. London fiel als eine der letzten großen Städte. Nach einem harten Kampf mussten sich die Einwohner Londons um Regime unterwerfen. Das weite Teile des Stadtzentrums vom Erdboden gleichmachte. Mann! An seine Stelle trat das London Nautica, eines der am besten gewählten Gebäude des Regimes. Darin finden Forschungsarbeiten und technische höchstes Niveau in den Fachgebieten Luftfahrt und Robokit statt. Was mache ich denn? Jetzt hängt alles an Ihnen, Blaskowitz. Wir gehen auf der Spitze des Funkturms 7 Straßen von Ihnen entfernt in Stellung. Sie müssen irgendwie bis zur obersten Ebene des Nautica vordringen und die Hangartüren öffnen. Das ist ja lustig, ey. Dann komme ich mit den anderen Piloten hinein. Ich geh einfach mal. Ja, was ist denn? Da geht doch mal in den Dom. Ah!
Der blöde Hund. Jetzt sind hier noch lang. Nee, hier nicht. Bei der Kanone geht es vielleicht schneller. Ich kann auch, kann ich nicht. Okay, Munition. Scheiße. Geht's jetzt lang? Muss er dann irgendwie hier? Denn da, ey. Mein Gott. Geht das nicht noch? Ey, das ist... Da haben sie hier was ausgedacht mit der Tastenbelegung. Ich drücke extra noch und dann kommt da nichts. Was liegt denn hier? Ich habe hier was liegen sehen. Okay, jetzt auch hier rum. Ah! Okay, da hätte ich gleich sofort irgendwie mit Schwung reingemusst. Das war jetzt, okay, alles klar. Boah, Gänsehaut. Scheiß wie. Jetzt auf. Das war knapp. Halt. Eine Gänsehaut nach dem anderen, ey. 13 Meter. Du brauchst hier gar nicht mehr rumeiern. Okay, wir müssen da lang. Haben, Blaskowitsch. Das war Bobbys Tod nicht umsonst. Kein Anzeichen Venus. Von London. Scheinbar alles okay, solange wir mit den Hängegleitern nicht abstürzen. Nächster Halt, Venus. Okay, nächster. Hab dich. Blaskowitsch kann gut kraxeln, ey. Brauchen wir nicht. Also was wir brauchen. Ist ein trockener Hals? Nee. Okay, das ist auch gut, aber Rüstung wäre gemein nicht schlecht, ja? Seht ihr da. Oh, Alter, ihr fackelt es überall. Der hat ganze Einsatz geleistet mit seinem Auto. Ah! Mama! Was zum? Geh weg! Geh weg! Nein, 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 nein! Lass mich Ruhe! Ah, ah, ah! Ah! Zum Geier. Yay! Wir können doch gar nichts machen. Munition, Rüstung. Geil. Das war aber einfach irgendwie.
Ich wusste, Alter, krasses Pferd. Junge, das bringt ja richtig was. Jetzt kriegen wir auch Rüstung, Alter. Bombe. Alter, voll der fette Kampf. Aber von hinten ist immer gut. Das ist zwar ein bisschen feige, aber bei diesen Dingern hat man, glaube ich, keine andere Chance. London Nautica, mein Hall. Oh, hier geht's, glaube ich, weiter. Ich eben noch schnell umschauen hier. Sehr schön. Oh, hier. Ja, umgucken ist nicht schlecht. Hier liegt ja über was. Enigma-Fragment, alles klar. Ich lese mir das jetzt aber nicht, anders durch die Enigma. Ich denke, was sind da irgendwelche Codes oder sowas? Also nicht. Nee, das brauche ich nicht. Wir haben ja eigentlich 100-100 fast. Also ich denke, wir können jetzt auch weiter muppeln. Ah, hier überall. Also da hätte es sich verstecken können. Ja gut, so schnell ging es natürlich dann auch. Einmal Handgranate. Also für jeden, der das auch mal spielen möchte, haben wir eine fette Handgranate von dem Wemser. Ey, und dann habt ihr auch Ruhe im Zack. So, jetzt gucken wir uns mal hier. Ach, hier unten. Oh. Was? Hier geht es ja richtig... Ach, von hier sind wir gekommen. Okay. Okay, hier war noch ein Rüstungsteil. Und das können wir jetzt nicht mehr sammeln. Alles klar. So, dann mal. Schieß doch! So, jetzt habe ich 100 da. Oh, heftig. Du von hinten, du Penner! Wer hat dich denn... Ah!